Herzlich willkommen beim letzten Thema in diesem Themenbereich. Jetzt geht es um die kollaborative Erhebung von Prozesswissen. Wir haben vorhin schon diskutiert, dass es wenig bringt, wenn man Geschäftsprozessmanagement top-down in einer Organisation, in einem Unternehmen einführt, das heißt von oben drüber stülpt und die operativ tätigen Personen, also die Leute, die die eigentliche Arbeit machen, die die Prozesse dann auch konkret umsetzen, nicht einbindet. Was passiert im Wesentlichen? Wird es dazu führen, dass sämtliche Unterstützungsmaßnahmen, die ich mir überlege, nicht zum Leben kommen im Unternehmen, weil sie unter Umständen nicht mit dem zusammenpassen, was sie die Leute erwarten, wie sie ihre Arbeit wahrnehmen im Unternehmen und wie sie glauben, dass sie mit anderen zusammenarbeiten müssen, um das Arbeitsziel zu erreichen. Deswegen ist es sinnvoll, wenn man die operativ tätigen Personen, also die Leute, die es betrifft, dann auch tatsächlich bereits in der Erhebung vom Prozesswissen mit einbindet, also durch diesen ganzen Zyklus, nicht nur damit dann in der Implementierung damit konfrontiert, dass es da jetzt sowas wie ein Prozessmodell oder einen Geschäftsprozess, einen definierten gibt, sondern schon während der Erstellung dieser Geschäftsprozesse und dann in weiterer Folge auch während der Verbesserung dieser weiteren Zyklen ständig zu einer Einbindung der Mitarbeiter oder ständig Einbindung der Mitarbeiter mitbedenkt. Das hat auf der einen Seite den Effekt, dass sie einen sauberen der Realität oder der wahrgenommenen Realität entsprechenden Ist-Zustand bekommen, auf Basis dessen ich dann schauen kann, okay, wo brauchen wir denn jetzt wirklich Unterstützung oder wo gibt es denn Optimierungspotenzial? Auf der anderen Seite kriege ich allein dadurch schon Mehrwert, dass ich die Personen in diesen Erhebungsprozess einbinde, weil erst dann für die Personen sichtbar wird, wie ihre Arbeit im Gesamtkontext der Organisation situiert ist, wer von ihrer Arbeitsleistung, von ihren Arbeitsbeiträgen profitiert, worauf sie sich verlassen können, was sie erwarten können von anderen, was andere von ihnen erwarten und so dieses Heraussteigen aus dem Arbeitsprozess, das von oben draufsteigen, als Teil des Erhebungsprozesses überhaupt erst einmal passiert und damit ein Bewusstsein für diesen Gesamtprozess geschaffen wird. Der Hintergrund des ganzen Themas ist Forschung, die bei uns am Institut durchgeführt wird. Wir werden uns jetzt dann eine ganz konkrete Methode anschauen, die versucht, diese Erhebungsprozesse zu unterstützen. Es gibt noch viele andere, würde aber hier den Rahmen sprengen, das so im Detail zu besprechen. Dann könnte man auch hier wieder eine eigene Lehrveranstaltung drüber machen. Soll hier nur ein Beispiel sein, das wir uns genauer anschauen, um zu vermitteln, was die grundlegende Idee bei der akteurszentrierten oder Ändernwenderzentrierten Erhebung von Prozesswissen in einem kollaborativen Setting überhaupt ist. Der Hintergrund, und das finden wir da im Skriptum drinnen, ist das Konzept der sogenannten mentalen Modelle. Ein mentales Modell hat aber nichts mit einem Geschäftsprozessmodell zu tun, ist nur im Namen ähnlich. Ein mentales Modell ist die kognitiven, also die wahrnehmungstheoretischen Strukturen in unseren Gehirnen, also im Gehirn jedes einzelnen Prozessbeteiligten, die dafür sorgen, dass wir entscheiden können, wie wir in einer bestimmten Situation reagieren. Das heißt, wir nehmen irgendeinen Reiz von außen wahr. In der Arbeitssituation ist es kommt eben dann ein neuer Zettel rein, der Drucker funktioniert nicht, der Bildschirm geht aus, Kollege kommt rein und winkt mit der Hand, was auch immer. Und wir reagieren üblicherweise irgendwie auf diese Stimuli, also auf diese Reize, die von außen hereinströmen. Wie wir reagieren, was wir überhaupt wahrnehmen und wie wir diese Wahrnehmungen interpretieren, das ist geprägt durch unsere mentalen Modelle. Die mentalen Modelle sind also eigentlich so etwas wie eine Brille auf die Realität oder ein Filter, der uns dabei hilft, die Komplexität zu reduzieren, die rundherum auf uns einstürmt und nur jene Aspekte wahrzunehmen, die relevant erscheinen in der aktuellen Situation und dann abzuleiten, wie wir denn darauf reagieren wollen. Das hat was mit
Lernen zu tun, das hat was mit Erfahrung zu tun, all das kann die mentalen Modelle verändern, das hat auch was mit Abstimmung mit anderen zu tun und da kommen wir jetzt wieder in die kollaborative Prozesserhebung. Wenn die mentalen Modelle der behandelnden Personen nicht zusammenpassen, das heißt, wenn unterschiedliche Erwartungen da sind, wenn unterschiedliche Wahrnehmungen der Realität da sind, dann wird es irgendwo auf operativer Ebene zu Problemen kommen. Dann werden wir nicht zusammenarbeiten können, weil irgendwer Input von jemandem erwartet, der nicht weiß, dass er Input liefern sollte, weil irgendjemand glaubt, das Dokument, das er liefert, enthält ohnehin alle Informationen, die später benötigt werden, obwohl das gar nicht der Fall ist. Was auch immer, solche Mismatches, also nicht zusammenpassende mentale Modelle, sind das grundlegende Problem in der operativen Prozessabwicklung. Nur viel tragischer wird's, wenn mentale Modelle in Informationssysteme hineinkodiert sind, die nicht mit der wahrgenommenen Realität der handelnden Personen übereinstimmen. Das ist ein Problem, das früher und nach wie vor immer noch sehr oft auftritt, wenn man ein klassisches Top-Down-Geschäftsprozessmanagement hat, wenn also irgendjemand von außen üblicherweise in die Organisation reinkommt, dann vielleicht ein, zwei Tage die Arbeitsprozesse beobachtet und dann ein Unterstützungssystem baut, basierend auf Prozessmodellen. Wenn das nicht zusammenpasst mit dem, was wir in der Praxis dann tatsächlich arbeiten wollen, führt das nur dazu, dass wir Frust generieren bei den handelnden Personen, dass wir Probleme generieren im Umgang mit den Informationssystemen, dass wir Vermeidungsstrategien provozieren, dass wir Workarounds produzieren, die im Endeffekt mehr Aufwand verursachen, als uns das Unterstützungssystem, das Prozessmodell auch tatsächlich bringt. Deswegen möchte man eben diese individuellen mentalen Modelle bereits bei der Prozesserhebung mitnehmen, miterheben und auch untereinander abstimmen. Das heißt, wir haben jetzt mehrere Anforderungen eigentlich an eine Methode, mit der wir das machen möchten. Wir müssen sicherstellen, dass alle vom Gleichen sprechen. Ja, es ist nicht gesagt, gerade wenn wir sehr heterogene Prozessteams haben, dass alle das gleiche Vokabular benutzen. Es kann sein, dass ein und das gleiche reale Phänomen mit unterschiedlichen Wörtern bezeichnet wird, von unterschiedlichen Personen mit unterschiedlichen Hintergründen oder üblicherweise nur für unangenehmer, dass das gleiche Wort für unterschiedliche Dinge verwendet wird. Und dann kommt es irgendwann einmal später, wenn man das nicht identifiziert, zum Clash, weil es unterschiedliche Erwartungen gibt davon, was denn dieses Ding, über das man gesprochen hat, eigentlich sein soll. Die zweite Herausforderung, die man bedenken muss, ist eine soziale, wenn man in so kollaborative Settings geht, wenn man in Zusammenarbeitssettings geht und die Leute zusammenholt, um die mentalen Modelle abzustimmen, dann kommt da durchaus sowas wie ein sozialer Druck potenziell zustande. Wahrgenommene soziale Hierarchien können beeinflussen, was sich Leute sagen trauen oder nicht sagen trauen. Und wenn ich solche Situationen nicht bewusst abfange, habe ich erst recht wieder keine adäquate Repräsentation der Arbeitssituation, weil irgendjemand sich der Meinung eines vermeintlich sozial höherstehenden vielleicht angeschlossen hat, obwohl er es eigentlich besser weiß und weiß, dass der Arbeitsprozess in der Praxis vielleicht ganz anders aussieht. Das heißt, man möchte auch vermeiden, dass es zu solchen Situationen kommt. Man möchte jeder beteiligten Person die Möglichkeit geben, ihre individuelle Sichtweise auf den Arbeitsprozess zu artikulieren, zu explizieren, auf den Tisch zu legen, ohne dass die von anderen beeinflusst wird und erst dann in eine Abstimmungssituation gehen. Das ist die dritte Herausforderung, dass man dann diese unterschiedlichen Sichtweisen so zusammenbringt, dass man konfliktionierende Punkte erstens zuverlässig identifizieren kann und zweitens dann in weiterer Folge auch auflösen kann. Ja, das sind die Herausforderungen, mit denen muss man unabhängig von der Methode, die man einsetzt, umgehen. Ich zeige jetzt in den nächsten paar Minuten noch ganz kurz, wie wir das in unserer Methode gemacht haben, die wir dann auch schon relativ breit in unterschiedlichen Projekten in der Praxis eingesetzt haben, erfolgreich, die ja nach wie vor in der Ausbildung von Lehrlingen zum Beispiel im Einsatz ist, also für Berufsausbildung, in Berufsausbildungslehrgängen eingesetzt wird. Und dazu dient eben erstens diese unterschiedlichen Sichtweisen abzustimmen, die unterschiedlichen Vokabulare abzustimmen, zweitens sicherzustellen, dass jeder das sagen kann, was er auch wirklich wahrnimmt und drittens sicherzustellen, dass wir da ein gemeinsames Setting finden, in dem wir
die unterschiedlichen Wahrnehmungen abstimmen können. Diese drei Punkte unterstützen wir mit, wie könnte es jetzt dann das sein, im Prozess an Kommunikationsmodellierung, wieder mit konzeptuellen Modellen. Stellt sich raus, dass glücklicherweise so ist, dass mentale Modelle sehr unmittelbar, sehr direkt in solchen konzeptuellen, grafischen Strukturen abgebildet werden können. Das ist auch empirisch gezeigt, dass man da durchaus, dass das ein relativ direktes, direkt explizierbares Abbild der mentalen Strukturen ist, weil wir halt in Konzepten und Vernetzungen davon denken, und wenn man das auf das Papier bringen möchte, dann fallen da üblicherweise so vernetzte Strukturen raus. Wir nehmen also klassische konzeptuelle Modellierung in einer sehr einfachen Variante, damit da ein niederschwelliger Einstieg funktioniert. Auch das haben wir bei Social BPM vorhin als Herausforderung identifiziert gehabt. Und versuchen, methodisch in mehreren Schritten dorthin zu leiten, dass man diese drei Herausforderungen, die ich vorher erwähnt habe, auch tatsächlich, dass man denen begegnen kann. Die Methode an sich nennt sich COMPARE. COMPARE steht dann für Collaborative Multi-Perspective Articulation and Elicitation of Work Processes. Braucht man sich nicht merken. Das WP ist wichtig, steht für eben für Work Processes. COMPARE geht nur bis Elicitation, weil die Idee ist, dass das auch für andere Aspekte, nicht nur für die prozeduralen Aspekte von Arbeit geeignet sein könnte. Grundlegend, unabhängig davon, was wir betrachtet, haben wir immer drei Schritte. Der erste Schritt ist dieses Abstimmen der individuellen Konzepte, der individuellen Sichtweisen, der individuellen Begriffe, die wir benutzen, um uns auf das Arbeitssystem zu beziehen. Das heißt, wir versuchen im ersten Schritt einmal ein gemeinsames Vokabular zu entwickeln, also uns einig zu werden, von was wir sprechen, wenn wir irgendein Wort benutzen. Verwenden dann wir dazu Concept Mapping. Concept Mapping ist eine sehr offene Modellierungsmethode. Im Wesentlichen kann ich Konzepte definieren, die werden dann zu Knoten in unserem Modell, und semantisch hinterlegte Beziehungen, die kann man also benennen zwischen diesen Konzepten. Und so ergibt sich ein wesentlichen Begriffsnetzwerk, das man als Grundlage dazu verwenden kann, sich sicher zu werden oder sich abzustimmen darüber, was man spricht. Wie es genau funktioniert, ist da drinnen nur beschrieben, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Es gibt Vorgehensweisen, methodische Vorgehensweisen, die dabei helfen, solche Abstimmungsprozesse zu unterstützen mit Hilfe von Concept Mapping. Davon haben wir eine Variante verwendet, und die finden wir auch hier im Paper. Im nächsten Schritt versucht man sicherzustellen, dass jeder auch das sagen kann, was er sagen möchte oder was er wahrnimmt über den Arbeitsprozess, und machen sogenannte individuelle Artikulation. Das heißt, jeder der Prozessbeteiligten in einem Arbeitssystem, der da in so einem Workshop-Setting, in dem das üblicherweise passiert, dabei ist, beschreibt einmal, wie er oder sie die Arbeitssituation wahrnimmt. Und da gibt es Dinge, die außer Diskussion stehen, die also dem Individuum zuzuordnen sind, die nicht von anderen in Frage gestellt werden dürfen, und Dinge, die potenziell abstimmbar sind. Das heißt, Aspekte, über die ich mich mit anderen einigen muss. Wenn man jetzt auf, wir sehen da schon die Verwandtschaft vielleicht, wenn wir da jetzt auf SBPM schauen, sehen wir, dass wir da ein ähnliches Muster haben. Wir haben diese Kapselung von Verhalten, das wird nach außen hin nicht notwendigerweise sichtbar. Das wären also so klassische Aspekte, die man nicht nach außen hin, die man nicht zur Disposition stellen würde. Die Kommunikation mit anderen Subjekten, die wäre aber verhandelbar, weil über die muss man sich einig sein, damit alle auf die gleichen Nachrichten hören. Genau dieses Schema werden wir nachher auch verwenden. Und wenn jeder diese individuelle Artikulation durchgeführt hat, dann gehen wir mit diesen Zwischenergebnissen in die Abstimmungskomponente, in die dritte Komponente. Das ist jetzt wieder ein kollaboratives Setting, und versuchen jetzt einerseits einmal transparent zu machen, was denn jeder beiträgt, was jeder macht. Das sind die weißen Bereiche. Und wo es zur Zusammenarbeit kommt, das sind die grauen Bereiche. Und man kann sich vorstellen, dass es hier immer zusammenpassende Konzepte geben sollte. Was jemand erwartet, sollte von jemand anderem angeboten werden. Dort, wo wir ineinandergreifende Konzepte haben, müssen die von beiden Seiten in irgendeiner Form vorhanden sein, damit sie
damit wir uns einig sind, wie wir zusammenarbeiten wollen. Bei einer Prozessmodellierung, werden wir dann gleich sehen, wären das klassischerweise in dem Fall die Nachrichten. Das heißt, jemand, der eine Nachricht erwartet, sollte eine Gegenstelle haben, der eine Nachricht anbietet und umgekehrt. Wenn wir jetzt ins Konkrete gehen, dann sehen wir hier einmal, das ist das Beispiel für die Concept Map, das ist nicht so interessant. Hier wird es interessanter. Wir haben wieder unser Beispiel des Urlaubsantrages oder des Reiseantrags, macht keinen Unterschied. Wir haben drei Akteure, die in den Prozess involviert sind, ihren Angestellten, Sekretären, Vorgesetzten, und wir lassen jetzt jeden dieser Akteure beschreiben, wie der Prozess aus ihrer Sicht, und zwar ausschließlich aus ihrer Sicht, abläuft. Dazu hat jeder eine Karte, die ihn selbst repräsentiert. Nämlich den Angestellten, den Sekretär, den Vorgesetzten, beschreibt darunter angeordnet, was er denn oder was sie denn tut, und beschreibt daneben angeordnet, mit wem zu interagieren ist, und das sind die gelben Elemente, welche Information ausgetauscht wird. Wieder in der Sequenz nach unten gesehen, das heißt hier Kausalität abgebildet. Was man dann üblicherweise noch einzeichnen kann, sind die Pfeilspitzen, damit ganz sicher eindeutig klar ist, welche Information denn in welche Richtung fließt. Solche Modelle erstellt jeder und jede der Beteiligten, entweder in einer computerbasierten Modellierungsumgebung oder üblicherweise tatsächlich einfach in einem Workshop-Setting an Tischen mit Moderationskarten. Die Notation ist einfach genug, man braucht eigentlich nicht vieles an komplexen Modellierungselementen, um da den Prozess einmal grundlegend zu beschreiben und dann das Teil mitzunehmen und in die kollaborative Abstimmung zu gehen. Was wir hier aber schon erkennen, jetzt mit dem geschulten Blick, wo wir SPPM und BPMN schon gesehen haben und die anderen Modellierungsmethoden aus dem Themenbereich 2, ist, dass es hier keine Verzweigungen gibt, keine parallelen Abläufe gibt, dass wir also sehr eingeschränkt sind in der Ausdrucksstärke. Das ist Absicht. Also wir können hier im Wesentlichen nur jeweils einen Fall durch den Prozess abbilden, einen Durchlauf. Wenn es irgendwo Alternativen gibt, lässt sich das hier nicht abbilden. Ist aber Absicht, weil auch wiederum empirisch gezeigt ist, dass Leute, die unerfahren in der Prozessmodellierung sind, sehr oft in konkreten Abläufen denken, also im Kopf einen einzelnen Fall durchspielen und das dann zu Papier bringen können. Das heißt, diese erste Artikulationsannäherung, die wir da haben ans Prozessmodell, die hilft uns dabei, mal sehr einfach ein erstes Bild auf den Tisch zu bringen. Wir kümmern uns dann nachher darum, hier noch komplexere Strukturen einzubauen, wie eben Alternativen. Jetzt aber zu der Abstimmung. Wir gehen jetzt mit diesen Teilmodellen in die kollaborative Abstimmung und bringen jetzt in einem schrittweisen Prozess jeweils paarweise anhand der Kommunikationsabläufe diese Modelle zusammen. Das heißt, sieht man da durchnummeriert, was die Abfolge wäre. Der Angestellte beginnt, sagt, ich beginne den Prozess damit, den Antrag auszufüllen, und dann, dritter Schritt, dann kommt der Sekretär ins Spiel, das Sekretariat ins Spiel, weil ich dort den Antrag liefere. Dann steigt der Sekretär ein, sagt, ja, sehe ich auch so, dass ich da jetzt involviert bin, legt also seine Karte da dazu, wenn wir in dem kartenbasierten Bereich bleiben. Bei mir heißt das aber nicht Angestellter, sondern Kollege, deswegen ist auch diese Verbindung hier rot. Hier haben wir ein Problem in der Begrifflichkeitsabstimmung, da müssen wir uns nur einig werden, wie sagen wir denn jetzt in weiterer Folge dazu. In dem Fall war es Kollege, das hätte auch genauso Angestellter sein können. Und ich sehe das auch, dass ich da was von dir bekomme, aber das ist dann bitte ein vollständiger Antrag. Und hier haben wir tatsächlich einen semantischen Unterschied, wo es beim Modell des Angestellten nur der Antrag war, legt der Sekretär jetzt
Wert darauf, dass es ein vollständig ausgefüllter Antrag ist, weil es halt überhaupt nichts bringt, wenn der Antrag unvollständig ist und das offensichtlich vielleicht in der Praxis öfter vorkommt. Das heißt, wir müssen uns einig darüber werden, was denn in dem Geschäftsprozess tatsächlich, in dem Geschäftsobjekt, enthalten ist an Daten und was wirklich verpflichtend ist, auszufüllen. Und man kann sich vorstellen, dass das nur viel fundamentaler werden kann. Es kann sein, dass zum Beispiel der Sekretär vergisst, dass er eigentlich eine Freigabe liefern möchte, müsste, der Angestellte darauf aber wartet und deswegen hier Erwartungen da sind, die nie erfüllt werden können. Das kann so weit gehen, dass der Sekretär, so wie es hier jetzt nicht mehr abgebildet ist, da gibt es ja nur den Vorgesetzten, vielleicht darauf vergisst, dass es den Vorgesetzten auch noch gibt und ein gesamtes Subjekt oder einen gesamten Akteur vergisst. Und solche Sachen identifizieren wir durch dieses strukturierte Zusammenstellen der Modelle. Wir erkennen sofort, wann Sachen fehlen. Es sollte diese gelben Karten immer paarweise geben im Wesentlichen. Was jemand anbietet, sollte jemand anders erwarten und umgekehrt. Wenn blaue Karten komplett fehlen, dann fehlt irgendwie die Wahrnehmung, dass da noch jemand eingebunden ist. Und wenn sowas auffällt, dann haben wir etwas identifiziert, was wir in weiterer Folge auflösen müssen. Gut, und mit diesem Ergebnis haben wir einerseits dann einmal ein Gesamtverständnis geschaffen über den Prozess an sich, zumindest über diesen einen Ablauf, den wir hier abgebildet haben. Jetzt ist es unvollständig, haben wir gesagt. Jetzt könnte man auf der einen Seite dieses individuelle Artikulieren und Abstimmen, das kollaborative Abstimmen, wiederholt durchführen und dann diese einzelnen Modelle, die dann unterschiedliche Fälle abdecken, zusammenführen versuchen. Oder, so machen es wir üblicherweise, wir nehmen das als Ausgangsbasis für ein Durchspielen des Prozessmodells. Das heißt, wir gehen dann wieder ins kollaborative Setting und spielen den Prozess anhand des Modells durch und schauen, stimmt das mit unserer wahrgenommenen Realität jetzt überein oder wo fehlt noch was und ergänzen das dann unmittelbar. Dafür gibt es dann auch Werkzeugunterstützung, sprengen jetzt hier den Rahmen, können wir uns gegebenenfalls in der Übung nochmal ansehen. Aber grundsätzlich nehmen wir das als Nukleus, um dann das vollständige Prozessmodell zu entwickeln, immer unter Einbindung sämtlicher Akteure. Jetzt ist das natürlich sehr personalaufwendig, sehr ressourcenintensiv, auch durchaus zeitintensiv, vor allem wenn man das als permanenten Prozess sieht. Die Frage ist dann, steht sich das dafür oder nicht? Kommt drauf an, was man möchte. Wenn man möchte, dass sein eigenes Geschäftsprozessmanagement im Unternehmen auch zum Leben kommt und nicht nur etwas für die Schublade ist, was man für eine Qualitätszertifizierung braucht, dann wird es nicht ausbleiben, in der einen oder anderen Form die Akteure auch in die Erhebung einzubinden. Und wenn ich dann eine Methode habe, die es gleichzeitig auch noch erlaubt, unmittelbar während der Erhebung zu Abstimmungsprozessen zu führen, sodass man operativ besser zusammenarbeiten können, dann hat es einen unmittelbaren positiven Effekt auch auf die operative Ebene und bringt hoffentlich auch unmittelbar Mehrwert, sodass Bereitschaft dann da ist von den Arbeitenden, von den operativ Tätigen, hier Aufwand zu investieren und Informationen offen zu legen oder Wissen offen zu legen, das vielleicht ein individuelles Asset ist, das man vielleicht auch gar nicht so gern preisgeben möchte. Auch das ist natürlich wieder eine Kulturfrage. Ja, soviel kurze Einführung zu dieser Methode und zum Problem oder zur Herausforderung der kollaborativen Erhebung von Prozesswissen im Allgemeinen. Das Ergebnis, das da rauskommt, kann man jetzt natürlich wieder, kann man sich vorstellen, auf SBPM oder auf BPMN abbilden. In der BPMN wären die blauen Karten jetzt die Pools, die roten wären die Tasks, die gelben würden sie auf Nachrichten abbilden lassen. In der SBPM wären die blauen klassischerweise Subjekte, die roten die Funktionszustände und die gelben würden sie irgendwie auf Sende- und Empfangszustände abbilden lassen, sodass man dann auch wieder operativ mit den Ergebnissen dieser Erhebungsprozessen in Geschäftsprozessmanagement weitermachen kann und die Werkzeuge, die es dann noch gibt, zur Validierung, zur Optimierung und so weiter, zur Simulation vielleicht einsetzen kann. Wie das mit der Ausführung funktioniert und was man operativ mit diesen Modellen jetzt dann aus Sicht des Geschäftsprozessmanagements noch machen kann, das schauen wir uns im Themenbereich 5 an.